Ich begrüße euch zu einer neuen und weiteren Folge von Autobahn Polizei Simulator 2015. Ja, wir haben ja in den letzten Folgen, in den beiden, schon schön was gemacht und heute geht es auch weiter. Wir müssen jetzt wieder, da ich ja das Spiel zwischenzeitlich beendet habe, von der Leitstelle aus loslegen und fahren jetzt wieder und gucken, dass wir Unfallmeldung kriegen, um die zu bearbeiten. So, fahren wir wieder hier raus. Moore, 2, an Zentrale. Melden Sie sich. So, wir sind frei über Funk. Eigentlich. Ja. Also 6 fahren, da müsst ihr immer mal so ein bisschen Auge zudrücken, das ist nicht so meins. Zentrale an Adler Moore, 01. Es wurde gemeldet, ein Fahrzeug hätte einen Schaden erlitten auf der A32 in Richtung A28. Fahren Sie dorthin und nehmen Sie die Daten auf. Mach ich doch liebend gern. Ein Unfall hat sich ereignet. Wie machen wir da? Der steht jetzt bescheuert, wenn ich das mal so sagen darf. Der steht direkt da. Da müssten wir dann mal ganz schlauerweise einmal bis zur nächsten Abfahrt und dann zurück. So, vor dem LKW scheren wir rüber. Wir könnten rein theoretisch ja auch dann hier hätten wir gerade ausfahren können und dann auf die Gegenspur drauf sozusagen. Ja, aber das mache ich nicht. Ja, was ist jetzt mit dir? Lass mich durch. Das war knapp. Das war sehr knapp. So, damit es nicht ganz so laut ist. Also an die Steuerung muss ich mich wieder gewöhnen. Ich habe das Spiel jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Deswegen... Das ist doch etwas anstrengend wieder für mich, ja. Ja, was war denn das? Das war jetzt ganz schlau. Ah, ich hoffe, dass wir in dieser Schicht beides durchkriegen, also beide Unfälle noch bearbeitet kriegen. Habe ich gerade gesagt, in der Schicht? Wenn ja, dann meine ich natürlich in der Folge. Dass wir die Schicht in der Folge noch beendet kriegen. So, wir fahren jetzt so nicht. Eigentlich wollte ich hier nur an der Seite lang fahren. So. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade, dass man halt nicht driften kann, so ein bisschen um die Kurve, wobei das, glaube ich, noch viel schlimmer werden würde, wenn man jetzt hier noch Drift mit einbauen würde. Ah, naja. Ich kann ja demnächst mal etwas resümieren, wie ich das Spiel so finde, aber nicht in der Folge. Das mache ich mal bei so Folge 5 oder Folge 10. Tabella Sumpf 2, so. Einsatz beendet. Ja, ich lasse es mal an. Einfach aus Sicherheit. Ja. Genau wegen solchen Leuten. Au. Oh, hier liegt sogar was auf der Straße, das ist nicht gut. Da muss ich mich doch tatsächlich hier hinstellen. Gefahr. Ja, das ist richtig. Wir nehmen das auf, die Stoßstange. Da muss man mir jetzt aber erklären, warum so ein Auto, was blau ist, sogar noch eine Stoßstange hat, eine rote Stoßstange verliert. Guten Tag, das müssen Sie mir jetzt mal erklären. So, wie ist denn das Ganze passiert? Das würde mich jetzt mal interessieren. Und ist da gerade jemand? Es würde sich fast so an, als ob da jemand bei mir reingefahren ist. Als ich wegen eines Mutterschatzes am Seitenstreifen halten musste, hatten wir doch jemand vollkannte die Tür abgefahren. Ich bin immer noch perplex. Es ist einfach weitergefahren, vermutlich sogar noch mit der Tür auf der Haube. Ganz entspannt. Haben Sie denn Ihre Dokumente dabei?
damit das mal angucken kann. Und scheinbar hat er auch noch. Wobei, nee, da drüben fehlt, glaube ich, die Tür, so wie das aussieht. Wer kracht denn hier die ganze Zeit irgendwo gegen? Gucken wir uns erstmal seine Ausweise an. Seine Ausweis, nicht seine Ausweise. Ja. Gut. Hat er denn Alkohol getrunken? Nein, hat er nicht. Glauben wir ihm mal. Hat er denn Drogen genommen, wenn er sowas. Solche Wahnvorstellungen hat. Na gut, dann darfst du jetzt nach Hause. Danke für Ihre Kooperation. Sie können den Unfallort nun verlassen. Bla bla bla. Tatsächlich, dort fehlt die Tür. Aber hat er nicht was von Fahrertür gesagt? Naja. Wie auch immer. Einfach schnell weg hier. Oh, herzlich willkommen. Sie sind einen Rang aufgestiegen. Ihr neuer Rang lautet nun Polizeioberwachtmeister. Wieso machst du die Tür wieder zu? Herr Polizeioberwachtmeister. Zentrale an Adler Moor 01. Vorsicht, es wurde gemeldet, ein Fahrzeug hätte einen Schaden erlitten. Na, das nehmen wir an. Das steht ja auch wieder ganz bescheuert. Da müssen wir auch wieder runter. Müssen wir jetzt erstmal wieder ein ganzes Stück fahren. Weil ich bin auch schlau, ich nehme natürlich die Abfahrt. Ach ja, wo wir jetzt erstmal noch ein Stück geradeaus fahren, um dann... Au, au, au. Halt, ich habe gerade voll die Taste durchgedrückt. Und der hat mir trotzdem nur so bescheuert gelenkt. Das war auch tolles Deutsch, er hat mir bescheuert gelenkt. Mal sehen, ob ich jetzt gleich wieder Schaden habe, wenn ich umgesetzt werde. Das ist eigentlich immer so, dass man Schaden hat. Das ist irgendwie so ein Bug, finde ich. Egal, ich kann langsam fahren. Ich bin ganz langsam, bis ich fast stehe. Habe ich mal ausprobiert. Und als ich dann versetzt wurde, hatte ich auf einmal wieder 5, irgendwas Prozent Schaden. Irgendwie ist das ein bisschen verbuggt mit dem Schaden. Das finde ich auf jeden Fall nicht gut. Aber die sind ordentlich. Die fahren hier wenigstens schön an die Seite. Norbert Moore 1 an Zentral. Kommen zur Wache. Was ich hier so in dem Spiel ein bisschen vermisse, ist so ein bisschen Staubildung. Also es ist halt ist wie in real, also diese Simulation, ich sag doch jetzt schon mal ein bisschen was dazu, ist halt nicht auf dem neuesten Simulationsstand, den man erwarten kann für eine Simulation, die im Jahr 2015 erscheint. Das ist so Simulation von vor 5 Jahren. Ja gut, sagen wir mal, sind ein paar Lichteffekte mit dabei, also von vor 3 Jahren vielleicht. Weil es ist, total schwammig, die Steuerung. Es ist nicht wirklich sonderlich kreativ. Dann kommt noch dazu, dass man eine sehr geringe Anzahl an Events hat, sage ich mal, oder an Vorkommnissen, die sind. Weiterhin ist das mit der Grafik auch so ein Thema, da alles gleich aussieht so ziemlich. Es gibt eine komische Figur, mit der man nur so rumdackeln kann, sage ich mal, der auch nicht wirklich detailreich ist. Und ich mach das mal aus, wenn ich erzähle. Und auch die Art zu reden hätte man wesentlich schöner umsetzen können. Genauso wie die Art und detailgetreu der Unfälle. Und ich sag mal auch hier, jede Abfahrt sieht gleich aus. Überall ist gleich. Uah. Der Lenkrad ist auch nicht besonders. Und also hätte man schon ein bisschen mehr erwarten können für eine Simulation, die, wie gesagt, 2015 erschienen ist. Also, bumm. Wenn das Spiel jetzt noch wenigstens sowas einbauen würde, dass eine Vollsperrung ist oder dass der alles blockiert ist und sich schon Stau bilden würde und man da durchfahren müsste, dann wäre das auch, finde ich, entsprechend des Jahres schon eher. Aber so ist das, finde ich, nicht unbedingt des Jahres. Also, mir macht das Spiel zwar ein bisschen Spaß, aber der Spielspaß verfliegt halt auch ganz schnell, weil es halt einfach nur das Gleiche ist. Und deswegen empfehle ich das Spiel jetzt auch nicht unbedingt weiter. Weil ja, klasse, jetzt dudelt hier die ganze Zeit uns das Martinshorn die Ohren voll.
Das ist natürlich super. Und ich bekomme Besuch. Heißt, ich mache meine Tür zu. So, Tür ist zu. Und da kann ich doch gleich mal mit dem Unfallbeteiligten reden. Und ja, baut da hinten gleich noch einen Unfall. Das ist auch sowas. Die KI ist total dämlich. Wenn ich eine Vollsperrung mache, hupen die mich voll. Als ob sie nichts Besseres zu tun hätten. So, das machen wir jetzt mal schnell. Im Schnelldurchlauf. Ach, schon wieder die Tür. Das glaube ich ja gar nicht. Den gleichen Fall gerade eben haben wir es hier jetzt mit einem Wiederholungstäter zu tun. Das wäre ja was ganz Neues. Wir enttarnen neue Geschichten, die das Spiel noch gar nicht hat. So schlecht ist das Spiel ja vielleicht doch nicht. Vielleicht gehen wir jetzt. Kommen wir jetzt auf die Schliche von einem Wiederholungstäter, der bevorzugt Türen an kaputten Autos abstellt, die einen Motorschaden haben. Ich meine, natürlich abfährt und nicht abstellt. Ja, tschüss. Das wäre natürlich sehr interessant. Ja, hier hört man sie hupen. Zumindest tun sie das öfter mal. So, ja. Steig mal ein. Ach so, und jetzt auf einmal kann der fahren. Achso, ja, Blood, ich sollte vielleicht noch ranlassen. Zentrale an Adler Moor 01. Eile ist geboten. Nein, A28 in Richtung A42. Ich möchte meine Schicht jetzt beenden. Und geben Sie nach getaner Arbeit die Fahrspur wieder frei. Ich möchte jetzt meine Schicht beenden. Und fahre jetzt hier hin. Hau ruck. Und stelle mich jetzt hier schön quer hin, weil das interessiert eh keinen. Und daher kann ich mich auch hier hinstellen. Kann ich meine Schicht überhaupt schon beenden? Wieso kann ich meine Schicht noch nicht beenden? Das finde ich jetzt unfair. So. Muss ich halt vorzeitiges Schichtende beantragen noch. Ui. Also sowieso auch was Schönes. Man hat eine 6 Stunden Schicht und ich kann schon nach einer halben Stunde Schichtende beantragen. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll. Ja, aber ich würde sagen, wir haben jetzt das Ziel geschafft. Es würde sich, glaube ich, jetzt eher weniger lohnen, die nächste Schicht anzufangen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das einfach in der nächsten Folge. Deshalb hoffe ich, es hat euch gefallen. Also bleibt mir noch zu sagen, tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.